Heute erzählt uns Ben Jäger etwas über Sie, das Andere und Othering und wie wir Bilder unserer Feinde konstruieren. Er ist in England geboren und aufgewachsen, ist mit seiner Familie nach Israel gezogen, dort dem israelischen Militär beigetreten, hat Israel wieder verlassen und setzt sich jetzt als Friedensaktivist ein, Freundschaft zwischen uns und unseren vermeintlichen Feinden zu propagieren. Gibt es wirklich einen Sie? Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Und ja, bitte, Ben. Hallo, könnt ihr mich hören? Cool. Okay, bevor wir anfangen, bevor ich anfange zu reden, ich bin tatsächlich gerade erst mit dem Bus angekommen und heute erst aus Frankfurt hierher gekommen. Also es war eine lange Reise, gestern und heute. Bevor ich anfange, zu lange zu reden, würde ich nur gerne ein paar Minuten Zeit geben, damit ihr hier in Ruhe ankommen könnt. Ist das okay? Ben wird jetzt für das Publikum trommeln.
Danke. Danke, dass ihr alle hier seid heute. Und danke für die Einladung zum Fusion Festival. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Und wow, was für ein Anblick, was für ein Ort. Normalerweise gehe ich auf Festivals zum Feiern. Heute werde ich es etwas vermeiden. Und in diesem Talk möchte ich ein bisschen Zeit darauf verwenden, euch mit meiner Geschichte einzuladen und euch die Frage zu stellen, gibt es wirklich einen Sie, einen die anderen? Und nur um das klarzustellen, woher kommt diese Frage für mich? Und warum finde ich, dass es für mich wichtig ist, diese Frage zu stellen? Sie kommt aus meiner persönlichen Geschichte. Und ich glaube auch, wenn wir an unsere gemeinsame Geschichte denken, mit viel Polarisierung und Othering, das gerade geschieht in unserer Gesellschaft, in Europa und in der ganzen Welt, wo es mir scheint, dass es viel Fingerzeigen gibt auf eine andere Gruppe von Menschen, die uns irgendwas antun, die für irgendetwas verantwortlich sind, verschiedene Arten von denen. Und wir stellen unsere Identität in Frage. Und wir stellen anderer Menschen Identität in Frage in allen möglichen Formen. Ob das sexuelle Identität ist, religiöse Identität, ob es Kultur ist, ob es anhand des Landes, in dem wir leben, passiert. Alle möglichen Gelegenheiten, wo wir uns diese Frage genauer anschauen. Und ich möchte anfangen mit meiner eigenen persönlichen Geschichte und dann lade ich euch ein, Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt. Ich wurde in England geboren vor langer Zeit und ich wurde in einer jüdischen Familie geboren. Mutter und Vater waren beide jüdisch. Eine Familiengeschichte, die in Polen und Russland gelebt hatten. Und in Polen wurde ein großer Teil meiner Familie im Holocaust vernichtet. Und als ich in England aufgewachsen bin als Kind, ich wusste nichts davon. Ich wusste nicht, was es bedeutet, jüdisch aufzuwachsen. Ich wusste nichts über den Holocaust, was es bedeutet, darin aufzuwachsen. Ich wusste nichts über die Geschichte dieser Leute, die mein Volk, meine Leute waren. Und im Alter von 8 Jahren haben meine Eltern dann angekündigt, dass wir nach Israel ziehen werden. Ich habe noch nie von Israel gehört. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Ich war also recht überrascht, aus einem kleinen Ort in England wegzuziehen und nach Israel. Und mein Vater sagt, als er seine Füße auf israelischen Boden gesetzt hat, fühlte er sich wie zu Hause. Und alles, woran ich mich erinnere, ist, oh, das ist ziemlich warmes Land, Leute reden komisch. Und kurz nachdem ich in Israel angekommen bin, sind zwei Dinge mir passiert, die meine weitere Geschichte stark mitgeprägt haben. Als erstes wurde ich von meiner Mutter getrennt. Aus verschiedenen Gründen musste sie zurück nach England und ich war also von ihr getrennt für wirklich den Rest meines Lebens. Ich habe sie dann vielleicht noch zweimal im Jahr gesehen. Und eine andere Sache, die passiert ist, ist, dass in Israel Krieg ausgebrochen ist. Ein Krieg zwischen Israel und allen umliegenden Ländern. 1973. Und als dieser Krieg ausbrach, war plötzlich alle Männer verschwunden aus dem Ort, in dem ich lebte. Und eine Nachricht wurde, eine sehr starke Nachricht wurde mir gesendet. Und zwar, dass es die Araber die Feinde sind. Und der einzige Daseinsberechtigung dieses Feindes ist, das einzige, wofür sie leben, ist, dass sie alle Juden ins Meer treiben wollen. Und zusammen mit dem Fakt, dass meine Mutter weg war, hat es mich sehr allein und getrennt fühlen lassen. Ich war nicht mehr Teil von irgendwas, sondern ich war geteilt und getrennt von irgendetwas. Mit diesem Wissen und diesem Bild bin ich also aufgewachsen, dieses Bild an einen Feind. Und in meiner Kindheit, obwohl ich überall Araber gesehen hatte, die
auf den Feldern gearbeitet haben, die Häuser gebaut haben in Israel, wurde mir trotzdem gesagt, dass sie meine Feinde seien. Als ich also 18 war, wenn alle israelischen Männer zur Armee eingezogen werden, habe ich mich freiwillig gemeldet als Fallschirmjäger, um Kämpfer zu werden. Ich war ein gesunder junger Mann, ich war gut konditioniert und gehirngewaschen, um zu glauben, dass ich eine Aufgabe habe, und zwar mein Land zu schützen gegen diesen Feind, von dem mir in diesen 10 Jahren immer erzählt wurde. Und als ich 1983 zur Armee ging, war der erste Libanon-Krieg im Gange. Das heißt, ich war im Libanon, wir haben Polizei für Zivilisten agiert, wir haben den Feind gesucht, den wir nirgendwo so richtig sehen konnten, und recht bald hatte ich ein gewisses Gefühl von Verwirrtheit. Wenn ich jetzt zurückschaue, eine recht natürliche Verwirrtheit. Eine meiner ersten Erinnerungen im Libanon war ein Gefängnis zu inspizieren. Es war ein sehr spontan hergestelltes Gefängnis, einfach nur ein Loch, in dem wir junge Männer gehalten wurden. Und ich habe runtergeschaut in dieses Loch mit meiner Ausrüstung, meiner Waffe, und ich fragte mich, was haben diese jungen Männer getan? Warum sind sie im Gefängnis? Warum sind sie so anders als all diese anderen jungen Männer, die ich vorher gesehen habe, mit denen ich Fußball gespielt habe, mit denen ich oder gegen die ich gespielt hatte, die die Häuser gebaut haben, die auf den Feldern gebaut haben? Und ich hatte dieses Gefühl, dieses Mitgefühl, diese Frage, diese Frage gestellt, und sofort hat sich diese Gehirnwäsche wieder gemeldet und sagte, nein, das sind die Feinde. Sie haben irgendetwas getan, um dich zu bedrohen. Und diese Verwirrung hat angehalten während meines Militärdienstes. Ich habe viele verschiedene Befehle ausgeführt, die ich lieber nicht erinnern möchte, aber sie waren da und ich habe sie befolgt. Und irgendwann habe ich dann das Ende meines Militärdienstes erreicht. Und als Teil des Rückzugs der israelischen Armee aus dem Libanon sind wir nochmal in die Dörfer gegangen, um palästinensische Terroristen rauszuspülen. Und dieser speziellen Mission fand ich mich dann mit der Aufgabe betraut, einen einzelnen jungen Mann zurück zu eskortieren, damit er von der Geheimpolizei befragt werden könne. Und ich saß ihm also gegenüber in einem Auto, etwa 2 Meter entfernt, ein israelischer Fahrer vor ihm. Und mein Kommandant sagte, wenn dieser Mann sich bewegt in irgendeiner Art, die dir gefährlich vorkommt, erschieß ihn. Aus 2 Metern. Und diesem Mann waren die Hände und Füße zusammengebunden, zusammengekettet. Er hatte einen Sack über den Kopf. Er hätte mir nichts tun können, auch wenn er es versucht hätte. Er zitterte vor Angst. Und in diesem Moment habe ich mich gefragt, wenn ich diesen Mann erschießen würde, wurde mir klar, ich würde nicht nur ihn töten, sondern auch jeden letzten Rest Menschlichkeit in mir selbst. Ich könnte mich nicht mehr als menschliches Wesen sehen, wenn ich einen Mann aus dieser Entfernung geschossen hätte. Und ich habe diese Geschichte schon häufig erzählt. Und immer wenn ich diesen Teil erzähle, erinnere ich mich im Detail daran. Für 20 Jahre hatte ich diese Erinnerung aus meinem Gehirn verbannt, bis ich irgendwann neben einem palästinensischen Freund von mir saß. Und dann fiel es mir wieder ein. Am nächsten Tag ging ich zu meinem Vorgesetzten und sagte, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr in diese Situation, es ist mir egal, ob du mich ins Gefängnis schmeißt oder ob du mich aus der Armee entlässt. Und egal, was ihr wollt, macht, was ihr wollt, aber ich kann das nicht mehr. Und zum Glück hat mein Vorgesetzter mich als guten Soldaten gesehen und sagte, pack deine Sachen, geh nach Hause, sag's niemandem. Ich hatte noch 3 Monate, aber das tat ich dann. Ich habe meine Sachen gepackt, ich ging nach Hause, ich wurde aus der Armee entlassen und ich habe Israel verlassen. Und ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen würde und nie wieder in so einer Situation sein wollen würde.
Aber natürlich, die Gehirnwäsche war sehr stark. Also über die letzten 20 Jahre habe ich dann etwas gesucht, was mich heilen könne von dieser Trennungsgeschichte, die mir gegeben wurde, von diesen beiden großen Ereignissen in meinem Leben, diesen kontinuierlichen Symbolen und Ereignissen, die mir passiert sind. Und ich tanzte und ich habe Therapie gemacht, ich habe meinen Partner getroffen, dem ich viele Fragen gestellt hat, meine Frau, meine Ehefrau von 25 Jahren, mit der ich immer noch zusammen bin, und sie. Und unsere Beziehung war der Schlüssel, etwas zu verstehen, was diese Trennungsgefühl angeht. Und als ich 40 Jahre alt war, ging ich zu einem Firewalking-Ritual. Hat von euch das schon mal jemand gemacht oder gesehen? Nein. Also, ihr wisst, dass ihr euch dann am Anfang vorbereitet, ihr meditiert, sucht einen Sinn in eurem Leben, und ich saß einfach da. Und ich suchte nach diesem Sinn, diesem Zweck, diesem Grund, warum ich hier auf diesem Land und in dieser Welt bin. Und plötzlich ereilten mich ganz klare Worte. Und sie waren: Beende diesen Konflikt in dir, beende den Konflikt in deiner Beziehung mit deiner Partnerin und beende den Konflikt in Israel und Palästina. Also leichte Aufgabe. Und damit saß ich dann eine Weile da, tanzte eine Weile. Und dann ging ich durch die Flammen. Während meine Füße brannten, schrie ich diese Worte. Und irgendetwas in mir öffnete sich. Und ich begann den Heilungsprozess. Am nächsten Morgen saß ich beim Frühstück und diese Frau kommt zu mir und sagt: Hier ist eine E-Mail-Adresse. Ich glaube, du solltest diesem Typen mal schreiben. Er hat eine Bewegung gestartet, Kubatus für Frieden, wo Israelis und Palästinenser sich zusammentun, um zu versuchen, die Besatzung zu beenden und Frieden zu finden. Und ich habe ihn kontaktiert und ich schrieb eine lange E-Mail an ihn und erklärte meine Geschichte, meinen Hintergrund. Er dachte, ich sei verrückt, weil ich durch die Flammen gelaufen bin. Aber dann habe ich ihn ein paar Monate später getroffen und so begann meine Geschichte als Friedensaktivist. Und während dieser ganzen Zeit habe ich versucht zu verstehen, was im Mittelpunkt dieser Trennung stand, was dieses Gefühl, andere Menschen zu othern und sie zu trennen von Menschen, die ich, wie ich herausgefunden hatte durch meinen Aktivismus, die nicht meine Feinde waren. Also die ganze Geschichte, dass Palästinenser die Gegner seien, dass sie die Feinde seien, diese ganze Geschichte, dass sie mich zerstören und vernichten wollen, nicht mehr weiter wahr sei. Es gab keine Angst mehr, von diesen Menschen vernichtet zu werden, weil sie meine Freunde wurden. Sie wurden meine Brüder und Schwestern. Und ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich in die Westbank gefahren bin, ich musste meinen palästinensischen Freund abholen, damit ich in die besetzten Gebiete einreisen konnte. Und wir fuhren durch drei Checkpoints. Und er kam in seinem Haus an und kaum waren wir da, sagte er: Gib mir die Schlüssel zu deinem Auto. Ich hatte ein Auto gemietet. Und man sollte dann nicht nach Palästina fahren. Es verstößt gegen die Gesetze und Bedingungen. Und ja, da war ich also als junger Friedensaktivist, der seinen Feind trifft und fragte nach meinen Schlüsseln. Und ich war ängstlich. Ich hatte wirklich scheiß Angst, aber ich wollte ja irgendwie Frieden finden, Frieden schaffen. Also habe ich eine Schlüssel gegeben. Wir gingen in sein Haus und wir haben sehr gewaltvolle türkisches Fernsehen geschaut, mit seiner ganzen Familie, die weder Hebräisch noch Englisch geredet haben. Meine Frau war bei mir und meine Hände schwitzten und ich schwitzte, und nicht nur wegen der Hitze. Ich hatte solche Angst. Ich war sicher, dass das Erbe der Erzählungen der ganzen Jahre wahr werden würde, dass ich genau hier und jetzt ermordet werden würde. Und als mein Freund zurückkam, schmiss er mir den Schlüssel zu und fragte: Möchtest du eine Tasse Tee? So aßen wir zu Mittag und wir redeten und ich erfuhr und ich lernte viel über ihn und seine Familie. Und ein paar Monate später kam er zu mir nach Hause, nach England. Und ich sagte: Nun,
die paar Monate früher, vor ein paar Monaten, weißt du noch, hast du mich damals auf die Probe gestellt? Und er sagte, ja. Das Problem mit den Israelis ist, dass ihr die Besetzung aus den Herzen nehmen müsst. Sie ist nicht im Kopf, sie ist im Herzen. Das war meine erste Lektion über dieses Wiedervereinigen der Gegensätze. Und kürzlich in den letzten 3 Jahren habe ich eine Organisation gegründet, die Moving Conflicts heißt, in der ich auf verschiedene Arten durch Tanz und Gespräch und andere Methoden versuche, die Frage zu ergründen, wer ist dieses die da, die anderen, wer sind diese Menschen, die wir irgendwie externalisieren müssen, um etwas über uns selbst zu verstehen? Warum tun wir das? Was bringt es uns? Wie hilft es uns zu verstehen, was unsere Menschlichkeit ausmacht? Warum tun wir es? Und warum? Und ich frage mich das immer noch. Also ich will euch gleich sagen, ich habe die Antwort nicht. Ihr habt sie, wir haben sie. Und ich glaube, es geht auch darum, ein Verständnis zu finden, dass alle, die wir sehen, alle, die wir treffen, alle, die uns etwas anbieten, uns Geschenke anbieten, einen Spiegel unserer selbst. So dass auch die extremste Version aller anderen, zum Beispiel Trump oder die Geflüchteten, die in der ganzen Welt umherirren, in verschiedene Länder einreisen wollen und irgendwo Unterkunft und Zuflucht suchen. Syrien, was hält diese Geschichte am Leben und wie können wir diese Geschichte wieder aufrollen, diese Trennung ungeschehen machen? Wie können wir uns bewusst machen, dass es keine Trennung gibt, dass es kein Wir und Die gibt, sondern nur uns, eine Gemeinschaft, dass wir verbunden sind? Wenn wir unsere Beziehung mit allem, also unter die Lupe nehmen, ob es andere Menschen sind, ob es die Beziehung zwischen Menschen und Natur ist, zwischen Ländern, zwischen Nationen, zwischen Religionen, Kulturen, dann finden wir die Gemeinsamkeiten zwischen uns allen, die Gemeinsamkeiten unserer Erfahrungen und können beginnen, Methoden zu finden, wie wir uns wieder verbinden können. Diese Erfahrung, Teil von etwas zu sein, statt etwas zu kontrollieren oder etwas zu schlagen oder irgendwo zu gewinnen. Und ja, ich weiß, es ist gerade Weltmeisterschaft und ich weiß, Deutschland ist rausgeflogen, tut mir leid. Aber das bedeutet nicht, dass wir die anderen othern müssen. Das ist also quasi die Eröffnungsrede unserer Konversation. Und was ich von euch möchte, ist, dass ihr euch jetzt zu euren SitznachbarInnen umdreht, die ihr vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht. Einfach einander zuwendet, wenn ihr könnt. Und hat jeder jemanden gefunden? Ihr könnt euch auch zu dritt zusammensetzen, das geht auch. Okay. Ich möchte, dass ihr nacheinander jeweils 1 Minute Zeit nehmt, euch kurz vorstellt mit eurem Namen, falls ihr euch noch nicht kennt, und eine kurze Geschichte erzählt, in der irgendwie dieses Othering in eurem Leben geschehen ist. Entweder etwas, das euch widerfahren ist oder wo ihr es getan habt. Und wir haben das alle irgendwann mal getan. Ob es mit einem Ex-Partner geschieht oder mit einem Freund oder einer Freundin, einer Gruppe von Menschen. Erzählt einfach eine kurze Geschichte darüber. 1 Minute und die zuhörenden Personen hören einfach nur zu. Es ist keine Konversation. Nehmen einfach etwa 2 Minuten pro Person zum Reden. Kurze Pause. Dann die nächste Person und wenn es eine Dreiergruppe sind, dann nochmal 2 Minuten zum Reden. Ist das allen klar? Hat irgendjemand noch Fragen? Okay, nochmal zur Wiederholung. Eine Person spricht, erzählt eine Geschichte, wo sie entweder geothert wurden oder andere Menschen geothert haben. Also wo sie über die
geredet haben, die anderen, statt eurer eigenen Erfahrung. Und die andere Person hört zu und dann vertauscht ihr einfach die Rollen. Macht das so persönlich, wie ihr könnt. Und die Zuhörer, hört bitte wirklich tief zu. Es ist etwas, was wir sehr selten nur noch tun. Also nutzt diese Gelegenheit. Erste Person, los. Okay. Vielen Dank für die erste Person, die gesprochen hat. Sagt der Person Dankeschön. Und wechselt euch ab, also die zweite Person, die jetzt spricht. Also tauscht einfach Rollen. So, noch eine Minute, um die Geschichte zu Ende zu erzählen.
Okay. Also nur um kurz abzufragen, ihr drei davon, habt ihr alle, hat jede Person ihre Geschichte erzählt oder nur zwei von euch? Alle drei? Okay, perfekt, danke schön. Danke, dankt euren PartnerInnen. Also, wir haben noch ein Mikro für da vorne, für hier unten, für den Fall, dass Leute Fragen stellen wollen oder Gedanken teilen möchten. Also ich habe jetzt eine Einladung an euch, darüber nachzudenken, zu reflektieren, wie es war, diese Geschichten zu teilen oder auch wenn ihr Fragen für mich habt. Also wir können das so ein bisschen mischen, weil wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 5 Minuten. Also wir können vielleicht einen Kommentar zu den Geschichten haben und zwei Fragen an dich. Okay, perfekt. Möchte irgendjemand etwas teilen über die Geschichten? Sei es eine Person, die gehört, etwas über das Zuhören oder das Erzählen. Was war das für eine Erfahrung? Was habt ihr gelernt in 45 Sekunden? Hi. Die Erfahrungen waren recht ähnlich. Ich habe sie vorher noch nicht getroffen, meine Partnerin hier, aber als sie mal ihre Geschichte erzählt hat und ich meine, hatten wir sehr ähnliche Geschichten. In welcher Art und Weise war es vergleichbar? Man hat manchmal diese Bilder im Kopf und man glaubt, oh Gott, auch wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist, man kommt in eine Situation und dann ertappt man sich dabei, wenn man sagt, oh, bin ich das wirklich? Denke ich wirklich so? Ich dachte, so sind nur die anderen, aber ich bin ja neutral und habe keine Vorurteile über Menschen. Dann kommt so eine Situation, man ist so, wow, okay. Das ist genau das, was mir passiert ist. Danke. Danke dafür, dass ihr ehrlich wart. Haben wir noch andere Kommentare? Oder vielleicht können wir jetzt Fragen nehmen. Also möchte irgendjemand Ben eine Frage stellen? Du hast Tanzen erwähnt, Tanzarbeit. Mich interessiert, was für Arten von Tänzer du dort hast. Also die etwas darüber lernen möchten, wie ich tanze, müssen hier morgen um 8:30 sein. Am Morgen, das wird witzig, um 9:30. Also Movement Medicine ist die Praxis, die ich unterrichte. Das ist eine Bewegungsmeditation, in der wir dazu eingeladen werden, nachzuschauen, wie es uns wirklich gerade geht in unserem Körper, in unseren Herzen, in unseren Köpfen. Und es gibt uns die Möglichkeit, die Sachen, die in uns gerade vor sich gehen, die in unserer Vergangenheit, in unserer Gegenwart und in unserer nahen Zukunft sind, die ein bisschen in Bewegung zu versetzen und uns ein bisschen, also Movement Medicine, das ist eine Methodologie und ich bringe Inhalte, die mit Konflikt zu tun haben, also in erster Linie, die mit Konflikt zu tun haben, auch mit Authentizität und damit zu tun haben, ein Dummkopf zu sein, mal herumzualbern, in denen es darum geht, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, wo ich diese Sachen, also als eine ernsthafte Aktivität sollen wir uns selbst weniger ernst nehmen. Denn ich denke, indem wir die ganze Zeit versuchen zu wissen, vergessen wir wirklich zu sein und der Tanz ermöglicht es uns, das zu machen. Also genau, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr hier morgen 9:30 bis 11 genau hier hinkommen. Also kommt bitte und macht mit. Und es wird sehr viel gute Musik geben, hoffe ich zumindest. Noch etwas anderes. Haben wir noch andere Fragen an Ben? Vielleicht eine letzte Frage. Wir haben noch Zeit für eine. Okay, ich kann eine Frage stellen. Und zwar würde ich gerne zurückgehen, was du in der Geschichte gesagt hast. Es ist vielleicht eine persönliche Frage, aber auch sehr politisch vielleicht. Vielleicht kannst du mir eine kurze Antwort, ein paar Minuten geben und wir können vielleicht nachher noch mal weiterreden. Wie siehst du dich selbst als Mensch in dieser Konstellation, in dieser Welt, in der wir leben? Du bist natürlich nicht verantwortlich für die Welt, in der wir leben. Das ist niemand Einzelnes. Alle versuchen etwas zu
ändern oder zu verbessern. Aber wie können wir sagen, dass der Konflikt, besonders der zwischen Israel und Palästina, zuerst mal immer noch etwas Normales in der Welt ist, etwas, worüber wir reden, als ob gar nichts geschehen sei? Und zweitens, wie können wir darüber sprechen, besonders in einem deutschen Kontext, ohne verachtet zu werden oder des Antisemitismus beschuldigt werden? Wo kommst du selber her? Ich bin aus Syrien. Ich glaube, du hast den Finger wirklich genau auf die Wunde gelegt. Also einen sehr großen Finger. Was ich durch meine Erfahrung gelernt habe und durch meine Arbeit als Friedensaktivist, ist, dass indem wir irgendeine Gruppe von Menschen als etwas bezeichnen, TerroristInnen, AntisemitInnen, dass es das Potenzial in jeder einzelnen Person minimiert, diese Geschichte selber zu erzählen. Und das ist es, was wir vergessen. Und das wir zu trivial machen. Und weswegen dieses kollektive Bild, das wir haben, wenn wir diese Trennung zwischen uns schaffen. Deswegen ist das gerade sehr stark in unseren Gesellschaften. Es ist viel einfacher, Syrien als ihr Problem zu sehen oder dein Problem in diesem Fall, anstatt es als unser Problem zu sehen. Es ist einfach, über den Holocaust als etwas zu reden, das zwischen Deutschen und Juden und Jüdinnen passiert ist. Aber es ist nicht nur Juden und Juden passiert, sondern es ist der ganzen Menschheit passiert. Deutsche haben, also eure Vorfahren haben das getan, was auch immer sie getan haben. Und die einzige Art und Weise, in der wir uns davon befreien können, von dieser Geschichte, dass als Resultat Jüdinnen und Juden und Israel als Land immer Opfer sind und deswegen alle antisemitisch sind. Und die einzige Art und Weise, sich von dieser Geschichte zu entfernen, ist zu heilen und diese Idee zu heilen, dass was im Holocaust passiert ist, etwas ist, das nur den Jüdinnen und Juden passiert ist. Es ist nicht nur Jüdinnen und Juden passiert. In der jüdischen Tradition gibt es einen Segen, einen Mitzwa. Also es ist ein Ziel. Und dieses Ziel ist, alle Menschen zu heilen. Und das ist niedergeschrieben, das ist der Job für Jüdinnen und Juden. Dieser Segen ist vergessen worden. Und das ist ein Segen, an den wir uns erinnern müssen. Denn ich glaube, was Israel in Palästina tut und in der Region, ist sehr gefährlich. Nicht nur für PalästinenserInnen, sondern auch für Israelis selber. Und es ist wichtig, nicht zu vergessen. Und es kommt von dem gleichen Moment, wo es darum geht, von dieser Idee, dass wir unterschiedlich sind von den PalästinenserInnen. Und ich glaube nicht, dass es mir in irgendeiner Weise dient, sie als gefährlich oder als Gefahr für mich selber zu sehen oder für meine Familie. Und genau darum geht es in meiner Arbeit. Vielen Dank für deine Antwort. Es ist ein schönes Abschlussstatement. Vielen Dank, Ben, dass du heute hier warst. Und vielen Dank auch ans Publikum, dass ihr heute hier wart. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Gillian York, Your Body is a Honeypot, um 21.15 Uhr.